Arschloch! Sofort! Keine Supermutanten, dann starten wir mal rein. Da war wieder irgendeine Notiz, aber was für eine? Irgendwas mit I. Da. Hank, du hast schon eine Lebensmittelpaste gegessen. Ja, das kennen wir schon. Die Suffolk County irgendwas Schule. Gibt's nix. Ich will eigentlich nur da. Genau. Mehr wollte ich nicht. Und. Nachricht an Sal Pasconi. Wir beide müssen reden. Über Danvers, über diese Montrano-Scheiße, über alles. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Versuch, die Beziehung zwischen North End und South End zu verbessern, gründlich gescheitert ist. Ich übernehme natürlich die Verantwortung für das Verhalten meiner Jungs. Ich erwarte das Gleiche von diesem Volltrottel Montrano. Aber was war das mit Danvers? Ich weiß kaum, was ich sagen soll. Deine Leute haben den Laden in ein Schlachthaus verwandelt. Diese Leute sind tot, weil du den Befehl dazu gegeben hast, nicht ich. Und für das Ganze gab es für mich keinen Grund. Also treffen wir uns. Nur wir zwei. Reden wir darüber. Nenn mir einfach einen Ort und eine Uhrzeit. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Ach ja, schön. Er hat die Bostoner Polizei einfach vorgeführt. Das ist so geil. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja. Das kann er da gemächlich in den Arsch stecken. Du Depp, du Son. Ach so, eine Blitzbirne. Da weiß unser kleiner Preston ja gar nicht, was er noch sagen soll. Hüpsa! Ich würde einen Stuhl suchen und tagsüber da gerne angreifen. Mach mal 12 Stunden. Ach du Scheiße. Aber ich spekuliere drauf, was ich mir sehr gern wünschen würde, dass sie die Bruderschaft ein bisschen mit einmischt dann da in diesen Krampf. Was anderes ist es ja nicht. Ein Krampf. Ich bin sowieso gerade am überlegen, ob ich nicht nochmal zurückreiße, mir Powerrüstung hui. Dann mit der Powerrüstung angreif. Das ist natürlich. Weißt was? Wir werden kurz zurückreisen, unsere Powerrüstung herrichten und dann werden wir da angreifen. Genau so werden wir es machen. Wo steht denn eigentlich unser X oder unser Rosa? Ne? Ich glaube in Sanctuary, gell?
Unsere rosane Stelle in Sanctuary, da werden wir jetzt kurz hier reisen, werden uns diese Power-Rüstung... Unzufriedenheit überall. Es ist zum Speiben. Karte. Wir werden zurückreisen. Da müsste eigentlich eine Power-Rüstung stehen. Wir da jetzt mal die ganzen Roboter-Sachen da einer. Ein Safe-Knacker, okay. Combat Armor. Haben wir noch irgendwas Robotermäßiges? Das ist der. Das ist der. Okay. Das sind die Roboter-Sachen drinnen jetzt einmal fürs Erste. Die ganzen Power-Rüstungen. Da haben wir schon da einer. Roboter schwer. Super, jetzt würde das wieder was sagen. Gut. Nochmal zurück. Die Roboter-Sachen, da haben wir da einer. Wo haben wir Rüstungswerkbank? Da. Ich warte eigentlich nur mehr auf die ballistische Faser. Okay. Brauchen wir da kurz den Scheiß. Dann 1, 2, 3, 4. 1. Boah. Mal so schnell kriegst du Kleber zusammen, ha? Geil. Hallo Freund, Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Schön dich zu sehen. 17. Ich bin mir sicherer, wenn wir wieder hier sein. Danke für deine Unterstützung. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Minutemen dir in der Not helfen werden. Ja, gut ja. Zu wissen. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Pass auf dich auf. So. Den haben wir schon hergekriegt. Weg. 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 Hä? Haben wir da zwei Gatling-Laser? Nein, ist ja nur der eine. Ja. Da werden wir das nächste Level ab einfach einmal da in so eine Waffen investieren. Was hältst du davon? Ach nö, heute nicht so viel davon. Aber du kannst es ja heute einmal machen.
10%. Dann nehmen wir zur Vorsicht mit. Mir ist das wurscht. Alter, schau das ab, wie es dort so geht. Können wir da noch irgendwas basteln? Drogen. Jetzt. Marsch. Wir haben einiges zu tun. Aber warte mal, hab ich... Machen wir uns ein paar böse Jungs. Hab ich Blödmann jetzt vergessen? Na, diese herkriegt. Okay, sehr schön. Oh! Boah, schau, wie viel Kleber das wir haben. Also so schnell geht er uns nicht aus. Was ist das? Oh. Naja, nukleares Material geht uns aber bald aus. Na, schauen wir mal, wie wir das handhaben. Spätestens dann, wenn wir ins Voltec DLC gehen, können wir davon ja eh genug mitnehmen. Und dich brauche ich noch. Carbon-Look schaut geil aus, aber, warte mal, ich hab was vergessen, und zwar, okay, verlängerter, perforierter Lauf, na, Waffenfreak Rang 3. Wird nie langweilig. So. Na, Preston, das wird sicher nie langweilig. Ja, das machen wir, nachdem wir da unten fertig aufgekramt haben. Wir waren da. Wer da sein? Ja, sicher. Wo sind sie? Die Supermutanten Vollstecker. Shit. Verwundert. Das waren ein paar nette Treffer. Gell? Oh! Minigun.
Hammerklick und die Bruderschaft mischt sie vielleicht ein? Ja. Scheiße, ruckelt schon wieder wie Sau. Mei. Achso, mehr Schaden gegen Roboter. Na, das nutzt man nicht viel. Legen wir los! Das bringt ja gar nichts. Wo ist denn jetzt die Bruderschaft? Sie ist eigentlich in mein... Sie würde eigentlich strategisch in meinen Plan passen. Au! Ich überleg nur gerade, was ich jetzt nehmen kann. Kein Grund zur Sorge. Vielleicht muss ich was unlocken, ha? Wo sind sie hin? Das weiß ich nicht, Preston. Ich hab nicht geschaut. Ich war gerade damit beschäftigt, einem Bruderschaftskollegen den Kopf abzuschießen. Wo sind sie hin? Das weiß ich nicht. Ich hab nicht geschaut. Da sind sie ja. Der war jetzt gemein, ich weiß. Aber ich find's so lustig, sich mit der Bruderschaft anlegen. Ich darf eher sagen, für mich. Und nicht fürs Commonwealth. Wow. Du Preston, denen sind die Minutemen aber scheißegal, was tust du jetzt? Ja, du bist der Oberschlau, du Kanzler, du.